Ja, das waren noch Zeiten. 1994 war das Jahr der Kellys. Da waren sie Nummer 1 mit ihrem Album Over the Hump, das sich sage und schreibe 3,1 Millionen Mal verkaufte. Jede Woche gab es eine Riesengeschichte in der Bravo und die Fans, die kamen damals noch scharenweise zum Hausboot im Kölner Rheinhafen, bevor die Kellys für 24 Millionen Mark Schloss Gümlich gekauft haben, ja? Und das Ganze so ein bisschen auseinanderfiel. Mehr Anekdoten gibt es nach der Werbung. Real to Real waren es mit I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. We like to move it. Das sind Gehirnwäsche-Songs, ja? Die kommen, man hört die und dann kann man den ganzen Tag nichts anderes tun als I like to move it, move it. Ich sag's euch, der Hello. Na, habt ihr ihn erkannt? Zeitlos, alt. Der DJ Bobo. Und er und Scooter sind eine der wenigen Acts, die mit uns ihre Karriere gestartet haben und immer noch dabei sind. Wobei Scooter ja noch ein dickeres Phänomen sind. Die sind ja mittlerweile auch in England ganz groß, haben dieses Jahr ihre 25. Single rausgebracht und hatten letztes Jahr mit Messiah dann auch endlich ihre erste Nummer 1 in Deutschland. Ihr erster Hit, der war nämlich nur Nummer 2. Aber der erste Einsatz der Shout-Technik ist es gewesen. Hyper, hyper! Hier für euch. Ja, wetten, ihr hattet sie fast vergessen. Die guten alten Rednecks, die die Plattenindustrie an goldene Zeiten erinnern. 1,5 Millionen Mal hat sich der Song Cotton Eye Joe allein in Deutschland verkauft. Und die Rednecks waren im Gegensatz zu vielen anderen keine Eintagsfliege. 95 standen sie mit Old Poppin' in Oak und Wish You Were Here ganz oben und haben dann 2000 ebenfalls den rekordverdächtigen Hit The Spirit of the Hawk nachgelegt. Und wie ich sie kenne, arbeiten sie schon am nächsten Comeback.